Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Telonym beantworten Video. Ja. Wie gesagt, habe ich es geschafft, dass nicht nur Telonym beantworten Videos kommen. Nein, sondern ich habe auch ein Kreuzworträtsel Video gemacht. Gestern oder so irgendwie. Egal. Dennoch, deshalb auf jeden Fall direkt Link, warte. Ganz kurz. Kaum muss ich aufnehmen, muss ich erstmal was trinken. Okay. Erste Frage. Wie befreist du dich von schlechten Gedanken? Gar nicht. Ja. Oder ist es eigentlich nur sehr schwer? Ist eigentlich so gut wie gar nicht. Ich bin ja auch sehr pessimistisch und so. Offen und ehrlich. Nächste Frage. Was hast du als letztes gelesen? Deine Frage. Wenn du es wissen willst. Wenn das zählt, deine Frage. Aber ansonsten. Naja. Ich weiß mal wahrscheinlich ein Buch. Ich habe seit Jahren nicht mehr gelesen. Also Bücher. Wenn ich halt Sachen lese, dann zum Beispiel Wikipedia-Einträge. Wenn das zählt, dann Wikipedia. Was ist egal. Aber Wikipedia. Ne? Nur so, also ich lese keine Bücher-Dings. Sondern ich sitze hier am Laptop, hab dann meine Kopfhörer auf und check mir Wikipedia-Einträge durch. Ist ja trotzdem auch Wissen. Nur mal so. Klar, es gibt natürlich noch Leute, die sagen so, ja, aber das zählt doch nicht, man muss schon ein Buch lesen. Ja, aber das Ding ist, wir haben 2023. Nur mal so. Und ein Buch lesen, das ist vielleicht von 1923. Das heißt nicht, dass Bücher schlecht sind. Nein. Ich meine, wer es liest, ich kritisiere keine Bücher. Nein. Nur, ich habe schon des Öfteren miterlebt, dass dann Leute solche sagen, wenn man so sagt, ja, was lese denn so? Sag ich so, ja, ein Buch, nee, aber zum Beispiel im Internet lese ich hier. Dann sagen sie, das zählt nicht. Ja, bist ja auch oldschool. Okay, nächste Frage. Sag mal ehrlich, wie gut es dir gerade wirklich geht. Gar nicht? Okay. Nächste Frage. Ja, jetzt gerade lache ich, ja. Vermisst du gerade jemand Bestimmtes und glaubst du, dass die Person dich auch vermisst? Katze. My Katz. Ja, doch. Nur die Katz kann mich nicht vermissen, denn die ist tot. Aber ich vermisse die Katze. Nur mal so. Ist ja letztes Jahr. Ich glaube, in 2 Monaten ist es 1 Jahr her. Krass. Oh, verkackt. Nee, okay, letzte Frage ist die. Gibt es jemanden, der sich bei dir entschuldigen sollte und worum geht's? Ich könnte mir theoretisch eine ganze Liste anlegen von Leuten, die sich bei mir entschuldigen sollten. Und wisst ihr, wie groß diese Liste wäre? Die wäre gigantisch. Ja? Die Liste wäre ungefähr so groß. Ich könnte damit eine Flughafenlandebahn ausfüllen. Also zumindest von vorne nach hinten. Also nicht, dass es. Ja.
Nur mal so. Naja. 5 Minuten. Top. Damit es sich natürlich nicht mehr in die Länge zieht, sage ich, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Daumen hoch auf Ehre. Sonst kommt der Angriff wieder unter eurem Bett, nachts unter eurem Bett hervor oder so. Und vor allem, lasst einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich mache, aber bis zum nächsten Mal.